Auch das gehört zur Familie, der Playball, an dessen Kasse Gabi sitzt, geborene Distel, 50 Jahre, verheiratet mit Wolf Klaus, auch er aus einer Schaustelle. Drei Tage vor Eröffnung der Kirmes kommt der TÜV zu Heiner Distel. Gebrauchsabnahme nach Vorschrift für sogenannte fliegende Bauten, also Schaustellerbetriebe. Das Podium unten mal an zwei Stellen aufmachen können, eine Mittelsäule auf und einen. Lang die hintere Mittelsäule, weil die ist einfach, das nur planen. Ja. Der TÜV lässt nie mit sich spaßen. Alles wird geprüft: Sicherheitsgurt, Lenkung, Steuerrad, Stromabnehmer. Und natürlich die Elektrik der Anlage unter Maximalbelastung. Das bedeutet für die beiden deutschen und den rumänischen Schaustellergehilfen Fahren am Limit. Die fahren jetzt momentan auf Höchstgeschwindigkeit, weil es muss getestet werden, wie schnell die Fahrzeuge dürfen nicht mehr wie 110 Volt haben. Und das wird jetzt gerade mal getestet. Und die Jungs fahren sonst fahren wir nicht so schnell, nützen das aus. Zum Schluss und höchstamtlich vollzogen der frontale Zusammenstoß. Das Baubuch, gemäß Bayerischer Bauordnung, Artikel 85, Autoscooter. Jede Beanstandung wird vermerkt, jeder Bericht eingeklebt. Das amtliche Tagebuch über den technischen Zustand des Betriebs. Müll ist so weit wie möglich zu vermeiden, wenn du Bescheid wirst. Lektüre der örtlichen Vorschriften. Für André, Heiko und ihren Chef bringen die Schreiben der Veranstalter immer wieder Überraschungen. Da steht gar nichts, wann abgeholt wird. Warum ist das so? Ja, das ist auf jedem Platz anders, weil auf jedem Platz ist die Müllentsorgung irgendein Problem. Mittlerweile mit Mülltrennung. Auf manchen Plätzen wird der Müll abgeholt, auf anderen Plätzen muss man es in den Wertstoffhof bringen. Und das ist also. Mittag. Für die Arbeiter kocht die Frau des Chefs mit. Gegessen wird getrennt. Das zweite Geschäft auf dem Platz ist der Jumboflug, ein Karussell für Kinder. Es gehört Heiner Distels Schwiegermutter, aber hier arbeitet Heiner Junior, 21. Ein kleiner Betrieb, nur ein Angestellter, ideal zum Lernen. Schaustellerkinder kennen die Geschäfte in- und auswendig, das heißt aber nicht, dass sie ständig damit fahren. Bei meinen Kindern war es so, ich weiß noch, mein Schwiegervater war immer beleidigt, weil mein Sohn hier nicht fahren wollte. Der war eigentlich zu ängstlich. Und alle anderen Kinder in seinem Alter sind schon hier gefahren. Mein Schwiegervater war mordsstolz und sein eigenes Enkelkind ist nicht reingestiegen. Also bei dem war zum Beispiel so eine Sache, da ist der nicht rein. Der ist auch lieber Autoscooter gefahren wie hier. Ich weiß auch nicht, ich war früher als Kind immer ein Feigling. Aber mir geht es heute noch so. Ich fahre so gut wie keine Fahrgeschäfte, weil mir bei allem schlecht wird. Obwohl ich es ja eigentlich gewohnt sein müsste, aber. 45.000 Menschen arbeiten in der Branche, ungefähr. Viele Jobs werden nicht erfasst. Tagesjobs, Aushilfen, auch Schwarzarbeit. Beim Aufbau der großen Fahrgeschäfte hört man wenig Deutsch, meist Polnisch oder Rumänisch. Also es liegt in unserem Gewerbe liegt es halt daran, dass wir Wochenendarbeit, abends arbeiten, von einer Stadt zur anderen ziehen. Ich meine, derjenige, der sagen wir mal, eine familiäre Familie hat oder Kinder hat, der will nicht weg von zu Hause die ganze Zeit. Der nächste will nicht am Wochenende arbeiten, der nächste will nicht nachts arbeiten. Und so geht es dahin. Und hinter dem Festgelände der Wagenpark. Camper für Angestellte und Inhaber kleiner Betriebe. Große Wohnwegen für den gehobenen Anspruch. Hier lebt Gabi Klaus, geborene Distel. Sie ist seit 34 Jahren auf der Reise, obwohl sie nach ihrer Schulzeit im Internat alles wollte, aber nur nicht alle zwei Wochen von Ort zu Ort umziehen.
Ich wollte nicht auf die Reise. Ich hatte ja schon eine Stelle als Laborantin bei Bärenmarke in Weiding. Aber meine Eltern haben mich gebraucht und dann bin ich dann heimgekommen und habe mitgeholfen, ab 16 Jahren. In den Wohnwägen erinnert kaum etwas an die ewige Reise. Die Ordnung ist verblüffend, der Stil üppig, die Sauberkeit fast klinisch. Wenn man so ihre Wägen betritt, also sie sind immer wahnsinnig gepflegt, sehr ordentlich. Also ja. Sie legen sehr viel Wert drauf, ja. Dass sie... Ja, nicht das, also man legt da schon sehr viel Wert drauf. Weil viele Leute meinen ja, das hier geht wie Kraut und Rüben in unseren Wägen zu. Und dabei sind wir doch sehr auf Ordnung bedacht. Sie sind auf Ordnung bedacht, weil damit die anderen das nicht denken? Nee, oder das von nicht. Sich aus? Von sich aus. Das sind welche auch sehr pingelig. Gott, ich weiß es nicht, warum es kommt. Jedenfalls ist es so. Das ist der Ehemann, Wolf Klaus, mit Sohn Thomas und einem defekten LKW. Der Kühler leckt. Viele Schausteller haben handwerkliche Berufe gelernt, können schweißen, schlossern, schrauben, LKW fahren. Stillstand kostet Geld. Das Gerät muss einsatzbereit bleiben. Ja? Da kann man nichts ändern. Also völlig stehen bleiben. Nee. Ich muss ja dann übernächste Woche am Oktoberfest spielen. Da muss ja transportiert werden, da brauche ich das Fahrzeug ja. Sie sagen, Sie müssen spielen? Ja, spielen. So nennen wir die Zeit, wo das Geschäft läuft. Das ist unsere sogenannte Spielzeit, wo der Betrieb sich abspielt. Also nicht ich bin kein Schauspieler. Der Betrieb spielt sie ab. Eine andere Kirmes, Erding, etwa 30 Kilometer nördlich von München. Das 62. Herbstfest. Hier steht der Jumping, ein 21 Meter hohes Fahrgeschäft, 7 Jahre alt inzwischen. Es hat mal 2,8 Millionen Euro gekostet. Und seinem Besitzer Geno Diestel eine Menge Ärger beschert. Die Elektrik, die empfindlichen Glühbirnen, die Hydraulik. Alles launisch wie ein italienischer Sportwagen. Hast du die eine Schraube noch angezogen, die kleine da oben an der Krone? Hast du die noch reingemacht, ganz oben? Weißt du, oben an der Kugel? Ja, da ist sie drin. Und alle locker. So, dann machen wir mal einen Freefall. Ab geht's. Zack. Also die Anlage kann, das ist ein Karussell, Gondel dreht sich, Mitte dreht sich. Dann ganz nach oben 18 Meter. Oben die Fahrt oben rum, mal langsam, mal schnell. Die Beschleunigungswerte, die kriegt man dann mit Geschrei mit. Dann hopsen, runter hopsen, dann wieder hoch und der freie Fall nach unten. Das sind die ganzen Fahrspiele bei dem Geschäft. Das Ganze schnell und langsam. Die Gondel kippt beim Hochfahren leicht nach außen. Das heißt, dass die Leute das Gefühl haben, auch wenn ich jetzt nicht in dem Gurt drin wäre, dann könnte ich schon da rausfallen. Also nicht jedermanns Sache, vorsichtig formuliert. Nee, es ist eine wilde Fahrt für junge Leute. Man muss einfach so sehen. Ich meine, die Kinder ab 10 dürfen hier da rein, sind ganz wild drauf. Ja, für uns Ältere ist es etwas zu wild vielleicht. Sein Vater und er haben bei der Entwicklung mitgearbeitet. Der Hersteller ist inzwischen pleite. 3 Exemplare wurden gebaut, nur dieses fährt noch. Das Problem ist die Sicherheit. Das Jumping ist nicht unsicher, es ist zu sicher. Tritt ein Problem auf, bleibt alles stehen. Das ist nicht, was sich die Gäste erwarten, 20 Meter über dem Boden auf den Chef warten, bis er sie herausschraubt. Bis da werden wir Neues reinmachen und schauen mal, was dann läuft. Ne? Nicht, dass die Bügel während der Fahrt nicht aufgingen, die gingen gar nicht mehr auf. Die Leute kamen nicht mehr raus. Das ist eine Sicherheitsschaltung hier. Das heißt, wenn was nicht in Ordnung ist, mit irgendeinem Relais, was für die Bügelöffnung zuständig ist, nicht mehr arbeitet oder hakt, dann gehen die Bügel gar nicht mehr auf. Und dann muss man die Bügel manuell öffnen, das heißt, dann Schraubenzieher, gibt es zwar zwei Möglichkeiten, die Bügel hinten mit zwei Mann mit Taschenlampe, das war nicht so schön. Die Leute gucken dann, oh, was ist hier los, die kommen gar nicht mehr raus. Ne?
Gleichzeitig fährt sie die Anlage. Einsteigen, anheben, vorwärts, rückwärts, aussteigen. Bis zu 48 Personen pro Fahrt. Boah, Scheiße! Vorsicht, die Fahrt beginnt. Rechts fahren bitte aus der Fahrbahn. Start am Autoscooter. Kommt vom englischen to scoot, sausen. Nachmittags sausen hauptsächlich Kinder, schön lässig mit Arm abwinkeln, Zigarette und die Mädchen im Blick. Wer gefällt, wird angerumst. Eine Fahrt kostet 1 Euro, 15 Fahrten 10 Euro. Ein empfindliches Publikum, was die Musik angeht. Hier kann man am meisten falsch machen. Für die Musik geht da so viel die falsche Musik, dann gehen sie weiter und schauen bei dem nächsten Fahrgeschäft, ob da was Besseres läuft und die richtige Musik und sie bleiben hier. Wie in der Diskothek eigentlich. Die Distels betreiben Autoscooter seit den frühen 30er Jahren. Das ist Heinz Distel, 81, und wenn man etwas Nettes sagen will, dann nennt man ihn einen alten Schausteller. Er wurde in einem Wohnwagen geboren, absolvierte die Handelsschule und lebte fortan auf der Reise. Schon sein Urgroßvater war Schausteller. Heute ist Heinz Distel nicht mehr auf der Reise. Er lebt seit 3 Jahren nur noch in seinem Haus in München. Den Wohnwagen, heute rund 500.000 wert, hat er seit 30 Jahren. Er ist eingemottet, wartet. Heinz Distel will ihn nicht verkaufen. Er bringt es nicht fertig. Schausteller sein war schon in seiner Jugend wenig romantisch. Die Arbeit war härter, die Wohnwegen kleiner. Die Distels hatten seit dem Krieg vielleicht 20 verschiedene Fahrgeschäfte, Karusselle, Bahnen, Autoscooter. Das war ihr Ehrgeiz, immer die Neuheit haben, immer ganz vorn dabei sein. Nur eines haben sie nie aufgegeben, den Autoscooter. Der ist ein sicheres, einfach zu betreibendes Geschäft und seit 70 Jahren erfolgreich, nicht nur wirtschaftlich. Wie viele zu mir kommen und sagen, bei Ihnen am Autoscooter habe ich meine Frau kennengelernt. Das erlebe ich oft, weil das ist ja nun mal so eine Gelegenheit, in dem man das Mädchen anfährt und sie auf sich aufmerksam macht. Das ist nun mal so. Den wirklich harten Job haben die drei Gehilfen am Autoscooter, Heiko und André und der Rumäne Mirta. Eine Fahrt dauert 75 Sekunden und währenddessen darf nichts herumliegen, darf kein leerer Wagen im Weg stehen, müssen Anfänger geschult und kleine Kinder angeschnallt werden. Alles klar, voll ab in die Luft. Die Gehilfen arbeiten bis zu 14,5 Stunden, eine Stunde Pause. Hallo, ich arbeite hier. Ja, ich muss das Auto irgendwo rauskriegen. Ich passe es nicht. Oh, kleiner Mann, habe ich dich nicht eben schon mal angeschnallt? Das bleibt auch so. Hände hoch. Autoscooter ist fahren, wie man später hoffentlich nie wieder fährt. Für Jugendliche ist es halt so, dass es das irgendwie das erste Mal halt Autofahren ist. Und ab 18 ist es halt so, dass man halt immer irgendwie versucht anzugeben mit dem Auto, was man hat. Und hier fangen sie halt schon an damit. Üben schon mal. Chef, rück mal unten rechts Gas. Rück mal unten aufs Gas. Alles klar. Unvermeidlich Betrunkene und Schläger. Das Bierzelt ist gleich nebenan. Hey, 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 hey! Los, los, los! Hey! Eins gegen eins! Ja, aber bei dir unten! Ja, runter! Hallo, geht runter, ey! Was doch, Mann! Eins, ja, aber nicht hier oben auf dem Autoscooter! Das war eben gerade eine Schlägerei. Echt? Ja. Du hast deine Zuständigkeit? Ja, wir tun die Leute nur darauf aufmerksam machen, was die, wenn sie sich schlagen wollen, unten sich schlagen wollen, nicht hier auf diesem Geschäft. Weil wenn hier irgendwas kaputt geht, dann müssen wir das ja reparieren und nicht die. Das ist sehr höflich gesagt. Immer höflich. Um 23.30 Uhr endet die Schicht. Der Juniorchef saugt die Fahrchips vorne aus den Wegen. Auch eine Neuheit, die auf die Distels zurückgeht. Das ganze Prinzip der Chips ist auf Großvater Heinz zurückzuführen. Der brachte die Idee vor 40 Jahren aus Belgien mit.
Sonst sind wir rund um 10 Uhr oder? Sonntag geht um 10 los, ja. Liegt was groß an, Lichter noch, ne? Lichter sonst nicht. Nur Licht und ein Drehteil. Okay, alles klar. Guten Abend. Guten Abend, Leute. Wieder in Erding, nordöstlich von München. Das Herbstfest hat begonnen. Der Nachmittag ist zu kühl für die Jahreszeit. Obendrein nieselt es. Im Fernsehen läuft Formel 1. Das heißt, nichts los auf der Kirmes. Heinz Distel lässt sich so oft es geht zu seinen Kindern fahren. Er hat eine Herzoperation hinter sich, er soll kürzer treten. Das ist ihm egal. Er will nach seinem Sohn Geno sehen, nach der Anlage, ob sie wieder Schwierigkeiten macht. Wenn sie stehen bleibt, fällt das auch den Gemeindevertretern auf und die bestimmen schließlich, wer hier aufbauen darf und wer nicht. Und sie kassieren hier etwa 2000 Euro Standgebühr. Schausteller haben kein Recht auf Kirmes. Jeder muss sich jedes Jahr neu bewerben. Auf so einem Platz wie hier stand vor dem Krieg oder nach dem Krieg, hier sind wir gar nicht hergefahren. Wir waren zu klein. Aber jetzt ist der Markt so voll, dass auch diese kleinen Veranstaltungen zum Teil übersättigt werden mit Geschäften. Denn Sie sehen ja, die haben früher ein Karussell hier gehabt. Heute stehen 1, 2, 3, 4, 5 große Karussells hier. Das hat es hier nie gegeben. Ja? Und so wie ich meinen Söhnen ein Geschäft bauen lassen konnte, so haben das andere auch gemacht. Und dadurch kam die Übersättigung. Ja? Die Kinder sind mitgefahren von klein auf und wollten natürlich auch keinen anderen Beruf ergreifen. Ja? Hätten Sie das denn gern gesehen, wenn zwei von Ihren Kindern was anderes gemacht hätten? Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Denn wenn Sie, sagen wir mal, ohne überheblich zu sein, in diesem Gewerbe doch eine führende Position haben, das darf ich sagen, da legen Sie Wert drauf, dass das aufrechterhalten bleibt. Ja. So, wie schaut's aus, Leute? Mach mal weiter! Auch Genos Frau rekommandiert schichtweise hier mit ihrem Neffen. Und hoppsa, come on, jump. Das macht Spaß, wenn es voll ist und die Gäste gut drauf sind. An Tagen wie diesen muss man sich zusammenreißen. Ein toller Spaß für alle. Sauschlag hier, sensationell. Im Wohnwagen-Wohnzimmer. Vater Distel will wissen, wo das Jumping auf dem Oktoberfest stehen wird. Auch darauf haben sie keinen Einfluss. Die Standplätze verteilen Ämter und Behörden. Letztes Jahr stand Geno an einer einsamen Ecke. Aber da ist schon ganz schön eng das Jahr hier. Du brauchst aber fast eine Lupe, weil da steht ja hier der Stein mit der Rutsche auch noch in der ganzen Tiefe. Ja, ja. Und da wird es hier hinten ganz schön eng mit den Fahrzeugen. Naja. Er hat viel Wagen. Mhm. Wieder in Rosenheim, zwei Wochen später. Seit 14 Tagen läuft der Autoscooter, ein Tag wie der andere. Hey, junger Mann. Der Michael Schumacher, der muss ich auch anschalten. Also machst du das auch. Scheiß kleine Kinder, echt. Nur ein paar Bekanntschaften sind dazugekommen. Einige Schaustellergehilfen haben Freundinnen. Wenige sind verheiratet. Sonst seid ihr rückwärts. André!
Manchmal muss das Geschäft über Nacht verschwinden. Heiner Distel will schon morgen früh in München auf dem Oktoberfestplatz sein. Dann ist genug Zeit zum Aufbau und für den TÜV. In der Nacht packen die Chefs selbst mit an. Zu viel kann schiefgehen und außerdem kann man nicht im Bett liegen, wenn die Jungs schuften. Heiner manövriert den Transport-LKW selbst, den Chaisenwagen. Eine Verballhornung von französisch Chaise, Sessel. So eine Chaise kostet 4.000 Euro. Sie gehen als erstes weg. Ja, erfahrungsgemäß geht es nachts schneller. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht weil die Leute schneller laufen oder eher ins Bett wollen, deswegen schneller, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, wenn es jetzt sagen wir mal schlecht Wetter wäre und regnen würde, dann würden wir das nicht nachts machen. Jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde und dann Schluss machen, schlafen, morgen weitermachen. Aber solange es läuft, wenn es dann mal läuft, dann macht man weiter, macht man durch. Macht dann lieber, bis man fertig ist und schläft dann. Morgens um 7 ist alles abgebaut, verpackt und geladen. Die Wohnwägen sind schon lange fertig. Als wäre es der ewigen Reiserei zum Trotz, sammeln einige Schausteller zierliche Tassen und Nippes aus Porzellan. Würden Sie eigentlich sagen, dass das so was vollkommen anderes ist, irgendwie als so ein Leben als Schausteller, als so ein Leben als Privater? Ja, vollkommen anders. Ja. Schon allein das ewige Einpacken, Zeug auspacken, einpacken. Das, und dann die Schränke schließen, wenn es fortgeht, dass nichts rausfällt. Und dann denkt man sich, hat man was vergessen, hat man nichts vergessen. Und dann hat man doch mal einen Schrank vergessen, dann liegt das ganze Geschirr draußen. Das Fahrgeschäft ist immer noch nicht abgebaut. Ihr Mann Wolf war auch die ganze Nacht auf und am Kran. Keine größeren Zwischenfälle, nur ein paar Glühbirnen sind kaputt gegangen. Man sieht nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Man sieht nicht das Kapital, man sieht nicht die Arbeit, man sieht nicht das Know-how und die Technologie. Das sehen die Besucher nicht. Die sagen, naja gut, der hockt an der Kasse, der tut Geld einnehmen, der drückt auf den Knopf, noch dreht sich das Ding und fertig. Dass nun der Operator oder der Fahrer, der das Geschäft betreibt, eine unheimliche Verantwortung hat, dürfte ja klar sein. Er befördert ja 40 bis 50 Leute bei jeder Fahrt. Jetzt rechnet es mal hoch, wie viele Leute da fahren, die zum Teil auch lustig sind, in Stimmung sind. Ne? Da muss man alles im Auge behalten. Und das ist an sich sehr wichtig. Man ist immer froh, wenn es unfallfrei abgeht. Nicht von der Technologie her, sondern dass einfach einer mal über die Stränge schlägt, aus eigenem Verschulden. Sein Sohn Thomas hat das Geschäft inzwischen übernommen. Der zweite Sohn Ralf hilft nur aus. Er studiert in Berlin. Er ist privat, wie Sie sagen. Ich kann was fragen, ganz kurz. Ja. Hast du in der Nacht, bereust du es da, dass du jetzt was anderes machst als Schausteller? Oder andersrum? Oh, schwer zu sagen, aber ob ich es bereue, was anderes zu machen. Also außerhalb, finde ich halt, ist im Grunde genommen, oder das Zurückkommen hat so eine gewisse Wärme, die man, glaube ich, so in der anderen Welt, also in dieser, wie wir sagen, privaten Welt, nicht so spürt. Man kommt zwar eher klar damit, weil die Schauspieler doch sehr viele Eigenheiten haben, aber es hat was Traditionelles und was Warmes, was eigentlich so oft nicht mehr existiert. Ist das so? Ist so, total. Man kommt halt schon irgendwie in so eine Gemeinschaft wieder rein. Frühstück am Mannschaftswagen. Den Beruf eines Schaustellergehilfen muss man mögen. Wenig Platz, wenig Geld für so harte Arbeit. Und trotzdem kommen viele wieder, die woanders nicht zurechtkamen. Heute geht es Richtung Oktoberfest. Warst du auch München? Ja, erstmal in der Stadt bin ich geboren worden. Da will ich mich auf jeden Fall darauf freuen. Und da ich ja auch irgendwie auf dem Oktoberfest getauft wurde, ist das sowieso wieder ein ganz anderes Gefühl. Was machst du jetzt? Ich stelle die Sachen jetzt hier erstmal so runter, die halt irgendwie nicht kaputt gehen sollen für den Transport. Ich verstaue die jetzt halt irgendwie so, dass nichts Schlimmes passieren kann. Gerade die Autoscooter legen keine sehr großen Distanzen zurück. Es gibt einfach zu viele. Jeder Betrieb hat sein Revier. So haben manche der Gehilfen Wohnung, Frau und Kind.
das komme ich eigentlich überhaupt nicht dazu. Heiko ist einer von zwei Festangestellten. André ist 21. Schon seine Eltern waren bei den Distels beschäftigt. Dadurch, dass ich halt von Geburt an dabei war, ist Jedeise halt irgendwie mein Zuhause. Und von daher habe halt irgendwie nur 13 Jahre halt irgendwie dann doch irgendwie mit festem Wohnsitz mit meinen Eltern verbracht. Aber war dann irgendwie, kam dann irgendwie zustande, dass ich dann halt irgendwie auf den Rummel selber gegangen bin. Und dann kam halt irgendwie das Gefühl wieder auf, so von wegen, da muss ich zurückgehen. Weil, und, ja, bin halt wieder hier gelandet. Was meinst du, das Gefühl? Ich habe mich irgendwie wohlgefühlt, irgendwie so dann auf diesem Rummelplatz irgendwie, das, weil das irgendwie dann halt mein Leben war. Halb neun, irgendwo auf dem Platz. Drei Mädchen, Katharina, Grit und Kati, alle 17. Sie waren jeden Abend hier und warten noch auf ihre Liebsten. Sind diese Jungs irgendwie anders so als die Jungs, die ihr kennt? Ja, die sind ein bisschen drauf. Die sind einfach lockerer. Machen mehr Spaß mit als wir die anderen. Das stimmt. Sind nicht so spießig. Würdet ihr auch gerne auf die Reise gehen? Ja. Na. Doch. Nein, ich könnte es nicht. Ja, nee. Doch, schon, nee. Ja, warum? Ich finde es irgendwie voll schön, rumzureisen und neue Leute kennenzulernen. Und nicht immer an einem Standort zu sein. Ja. Was Neues ausprobieren. Ich meine, die fahren jetzt natürlich auch woanders hin, ja? Wer weiß, welche Freundin die da haben, oder? Macht euch das was? Ich vertraue ihm. Vertraust du? Ja. Es kann schon sein, dass sie woanders auch andere Freunde haben. Aber ich denke mir mal, dass sie mit uns genauso Kontakt behalten. Seid ihr traurig, dass es vorbei ist? Ja. Ja. Deswegen sitzen wir die ganze Nacht da und warten. Zwei Stunden später als geplant, der Autoscooter ist unterwegs. Eine Stunde nach München, eine halbe durch den Verkehr in der Innenstadt, dann ist die Theresienwiese erreicht. Die erste Woche des Oktoberfestes ist verregnet. Katastrophe. Das ganze Jahr über holen Schausteller ihre Unkosten herein. Beim Oktoberfest verdienen sie richtiges Geld, aber nicht bei dem Wetter. Geno Distel macht nur 10% des normalen Umsatzes und denkt einfach nach vorn. Er muss die Tournee für das nächste Jahr zusammenstellen. Ich bewerbe mich jetzt erstmal bei ungefähr 80, 90 Städten und bewerbe mich eigentlich für 14 Veranstaltungen, die ich diese bereisen kann. Also können Sie vorstellen, dass ich mittlerweile alles drei-, vierfach mache. Also Sie haben so 10 Bewerbungen und eine Zusage. Ja, so kann man es nicht sehen, aber so sollte es sein, ja. Wieso kann man das noch nicht sehen? Ja, manchmal, ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch ein Loch drin gehabt von 4 Wochen, wo ich gar keine Zusage hatte in der Zeit. Ich hatte ein Juli-Loch, das konnte ich nicht mehr vollstopfen. Da habe ich 2 Absagen bekommen und noch 2 andere dabei. Und da war ich, die hatte ich ein Loch. Es gibt einfach zu viele Bewerber. Er kann nicht einfach das Geschäft abstellen, weil es regnet, obwohl das billiger wäre. Aber die Veranstalter würden das nicht dulden, schon gar nicht auf dem größten Volksfest der Welt. Ah, saustark, Leute, sensationell, einfach spitze hier. Ein paar Hartgesottene finden sich immer und genießen das Gefühl irgendwo zwischen Kosmonautentraining und Brummkreisel. Es ist eben ein Showberuf. Die einen haben ihren Spaß, die anderen verdienen damit ihr Geld. Letztlich geht es darum, dass die Leute bei uns amüsieren. Und so lebst du das in der Ungewissheit, nächstes Jahr vielleicht eine schlechtere Tour zu haben oder eine bessere. Das ist einfach so.
Das heißt, Sie haben hier alle Sorgen an Ihrem Tisch und draußen amüsieren sich die Leute. Das ist ein ganz schönes Gefälle, nicht? Ja, das ist aber so. Das ist aber überall, glaube ich, so. Irgendwie hat jeder Selbstständige seine Sorgen, die er bewältigen muss.